Hallöchen, hier ist Kyoko und es geht weiter mit Fire Emblem Heroes. Wir starten den heutigen Part erstmal mit einem Zufallszug. Ich versuche immer noch so ein bisschen Camilla zu bekommen und hoffe so inständig, dass es nicht Chrom wird. Bitte, Gottes Willen, nicht Chrom. Obwohl, es wäre vielleicht okay, wenn es ein anderer Charakter werden würde. Okay, den nehmen wir dann nochmal mit. Der kein 3-Stern-Charakter ist. Weil das ist einfach zu frustrierend. Aber na okay, Cecilia können wir auch einigermaßen noch benutzen. Raus hier. Kein Glück gehabt. Und kommen wir dann zu den eigentlichen wichtigen. Nämlich, es gibt neue Quests und überhaupt das neue Update ist da. Woo, wir haben 99 Energie. Und richtig viel abzuholen. Aber erst nehmen wir noch die Federn mit. Alles zack, zack, alles ganz schnell. Und mein Gott, das ist so schön. Ich muss mir endlich keine Sorgen mehr machen, dass ich nicht am Stück so viel aufnehmen möchte, wie ich will. Denn die Festplatte ist da. So, aber kommen wir erstmal zu den Geschenken, die wir hier haben. Erstmal gibt es einen neuen Doppelbonus, Heilige Siegel. Dazu erkläre ich nachher nochmal ein bisschen mehr, wenn wir uns die Infos ansehen. Dann den Sonderbonus zu dem Meilenstein, den wir erreicht haben. 20 Sphären, ganz viele Orden und Fragmente bzw. Kristalle. Und dann wieder eben 2 Siegel und ja, die wird es jetzt wohl erstmal eine Weile geben. Holen wir erstmal alles ab und wow, wir sind wieder über 40. Ist das cool. Ist das schön. Naja, und zuerst einmal, die letzten Tage habe ich nicht aufgenommen, aber ich habe immer wieder mal versucht, da ich gerade an einer Theorie dran bin, ein paar Mal Helden zu ziehen. Und bitterlich geweint habe ich, denn bei dem Versuch, sein dazu bekommen, habe ich Lucina noch ein zweites Mal bekommen. Todtraurig. Verdammt. Bisher gibt es für mich irgendwie nichts Schlimmeres, als neben gar keinen 5-Stern-Helden zu bekommen, einen Helden doppelt zu haben. Ich hätte ja gerne schon eine Sammlung, und das heißt viele in der Art und nicht irgendwie, ja, dann kann ich sagen, ja, irgendwie einen mehr stark, aber dafür eben weniger 5-Stern-Helden. Aber ja, mal gucken, was wir mit ihr machen. Ich habe ihre Werte noch nicht gecheckt. Aber ich glaube, ich werde die, jetzt wo wir diese Siegel haben, sowieso nicht meine hochtrainierte Lucina irgendwann austauschen. Sie hat ja auch die ganzen Fähigkeiten schon geerbt und so. Und ach, das ist mir, glaube ich, alles egal. Ja, es ist mir egal. Ich werde sie auf jeden Fall die 1 lassen. Und wenn, dann wird sie irgendwem gefüttert, damit sie Fähigkeiten vererben kann, obwohl sie nicht unbedingt so viele coole Sachen zum Vererben hat. Also das blaue Ei ist, obwohl blaues Ei und Geschwindigkeit sammeln ist vielleicht doch nicht so schlecht. Finker Spatz muss nicht sein, Geschwindigkeit Raum auch nicht. Na, mal gucken. Ihr könnt es eventuell auch selbst entscheiden, je nachdem, was euch lieber ist. Ich kann da mal irgendwann eventuell eine Umfrage machen, aber bisher ist das, glaube ich, noch nicht so wichtig. So, wir holen nochmal unsere Waldturnierbelohnung ab. Viel bekommen wir nicht, weil ich habe, glaube ich, nicht viel gemacht. Ja. Es gab nur 500. Wir haben keine Punkte gemacht. Ich habe danach, ich mir dachte, oh mein Gott. Das Ding ist eh gewonnen und ich muss jetzt nicht unbedingt nochmal versuchen, da irgendwie auf Biegen und Brechen in die Rangliste zu kommen. Wir haben ja ohnehin auf dem Account genügend Federn. Ich glaube, die hatte ich schon abgeholt oder noch nicht. Das lebt so lange. Ne, das kriegen wir jetzt noch. Punkte 2330. 1600 Federn. Richtig nice. Und für den Defensiv Akt haben wir auch noch ein bisschen was bekommen. So kann das aussehen. Sind wir sogar schon bei 30.000.
Und die Helden bleiben gleich, das heißt, die nächsten Tage müssen wir auf jeden Fall nochmal Arena uns hochkämpfen. Denn wir haben zwei, die wir im Kampf uns anrechnen lassen können und das ist mega gut für die Punktzahl. Okay, aber kommen wir zu den Infos. Infos. So, die Funktion Heilige Siegel. So ganz gerafft habe ich das nämlich auch noch nicht. Verwende Heilige Siegel und werde stärker. Mit dieser neuen Funktion kannst du deine Helden mit Heiligen Siegeln ausrüsten, um sie weiter zu verstärken. Gib deinen Lieblingshelden Heilige Siegel und hebe ihre Macht auf die nächste Stufe. Heilige Siegel kannst du als Prämien für Spezialquests und andere kommende Events erhalten. Es wird viele verschiedene Arten von Siegeln geben, also halte die Augen nach ihnen offen. Okay. Ja, damit können wir dann unter anderem unsere Werte nochmal aufpushen. Das heißt, wenn wir ein Defizit in den individuellen Werten haben beim Charakter, kann ein Siegel das zum Beispiel ausgleichen. Sehr, sehr praktisch. Okay, zu dem Login-Bonus. Zur Feier der neuen Heiligen Siegel sind Heilige Siegel Spezialquests verfügbar. Schließe diese Quest ab, um an Heilige Siegel zu gelangen. Außerdem gibt es in diesem Zeitraum einen Heilige Siegel Login-Bonus. Rufe jeden Tag den Startbildschirm auf, um 2 Sphären zu erhalten. Da könnt ihr drauf wetten, dass wir das machen. So, und hier sind die Infos, die ich eigentlich suche. Nämlich, vielen Dank, dass du Fire Emblem Heroes spielst. Hier ist ein Update von Fire Emblem Heroes Entwicklerteam über die neuen Spielinhalte in Version 1.2.0. Und an dieser Stelle wieder Intelligent Systems. Ihr seid mega klasse. Das Spiel macht immer noch Spaß. Ihr hört auf die Community, ihr geht auf sie ein, ihr versucht das Spiel zu optimieren und ja, ich bin einfach weiterhin angeflasht von euch. Heldenverdienst sammeln. Im Kampf erhält jeder Held Heldenverdienst. Sobald du 500 Heldenverdienste gesammelt hast, bekommst du 500 Heldenfedern. Wenn deine Helden ausreichend Heldenverdienst verdient haben, wechsel zum Startbildschirm und du erhältst von ihnen Heldenfedern. Nice! Auch wenn 500 natürlich eine ziemliche Hausnummer ist, aber ja, finde ich okay. Okay, du kannst maximal 2000 Heldenverdienstpunkte mit einem Helden sammeln. Das bedeutet, dass jeder Held insgesamt 2000 Federn erhalten kann. Okay, begrenzt ist es also auch. Und im Statusbildschirm können wir das dann checken. Okay. Wenn Helden stärker werden und gegen stärkere Gegner antreten, erhalten sie außerdem mehr Heldenverdienstpunkte. Okay. Vor dem Kampf Plätze tauschen. Das, was ich relativ wichtig finde. Ich denke, da brauche ich nicht den Text zu vorlesen, weil die Bilder erklären das Ganze ja schon von selbst. Und die Heiligen Siegel, genau, da wollte ich nochmal hin. Ah, und hier sehen wir auch schon Geschwindigkeit plus 1. Siegel werden auf dem Fähigkeitsplatz S eingesetzt. Genau, da haben wir jetzt nochmal zusätzlich so ein gelbes freies Feld. Es kann immer nur ein Siegel getragen werden. Duplikate werden automatisch in Heldenfedern umgewandelt. Nach diesem Update haben wir vor, nach und nach neue Heilige Siegel zu veröffentlichen. Was soll das denn heißen? Duplikate werden in Heldenfedern verwandelt. Das heißt, wenn ich irgendein Siegel doppelt bekomme, ist es einfach weg und ich kann nicht zwei Helden mit dem gleichen Siegel ausstatten? Das finde ich aber ganz schön blöd, muss ich gestehen. Finde ich nicht gut, mag ich nicht, weil ich alle mit Geschwindigkeit oder Attacke dann voll kloppen wollte. Änderungen bezüglich Fähigkeiten erben und Verbündete verbinden. Mit Hilfe von Verbündete verbinden kannst du in Zukunft bereits durch diese Option geerbte Fähigkeiten weitergeben. Alle geerbten Fähigkeiten und Grundfähigkeiten sowie den Gelernt-Status werden. Anpassung, aber das mit den Fähigkeiten ist super nice. Bin froh, dass ich noch keinen Charakter irgendwie zusammengemercht habe. Anpassung der Arena-Punkte. Und zur Not, zwar ist dann das Level der Lucina weg, aber vielleicht merchen wir die eine doch in die andere, wenn sie alles übernimmt.
dann verballern wir ihre Fähigkeitenpunkte noch. Und dann lässt sich die andere vielleicht noch besser hochtrainieren. Aber ja, ich muss erst mal gucken, ob ihre Werte denn so nice dafür sind. Okay, Anpassung der Arena-Punkte und Spielersuche. Bedingungen für die Spielersuche werden angepasst. Okay, davon habe ich sowieso jetzt nicht unbedingt viel gemerkt. Okay, erfolgt die Zuteilung anhand der gesamten Grundwerte der Charaktere eines Gegners. Wird die Spielersuche auf Basis folgender vier Variablen geschehen. Charakterlevel und Sternbewertung, Anzahl der durch Verbinden. Ah, okay, gut. Das heißt, wenn ich Glück habe und mich mal hoch platziere, muss ich nicht plötzlich auf einen plus 10 Charakter stoßen, der mich einfach nur sofort absägt. Außerdem werden die Punktzahl, die erhalten werden können, auf allen Schwierigkeitsgraden leicht erhöht. Auch schön. Oh oh, habe ich da etwa vergessen, mein Handy auf nicht vibrieren zu stellen? Das haut immer voll rein. Das blöde Ding. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Änderungen bei Mitteilungen. Spielmitteilungen, die einmal angezeigt wurden, erscheinen erst am nächsten Tag erneut. Oh! Das heißt, ich muss nicht extra auf ein anderes Tab klicken, damit sich dieses Feld hier mit den Mitteilungen nicht einfach immer beim Spiel betreten öffnet, wenn ich einfach nur auf Schließen drücke. Okay. Mehr Erfahrung gibt es für die Helden, ja? Je stärker der Gegner ist. Und die überstark sind, die kriegen auch immer noch von den ganz kleinen Gegnern Erfahrung. Das habe ich schon ausprobiert, das ist echt nice. Kommt es einem nicht mehr so total nutzlos vor. Die maximale Energie wird auf 99 erhöht, genau. Ja. Und das war's. Also ein richtig fettes Update. Aber ich bin happy. Ich habe nichts zu beanstanden. Das ist alles schön. So mag ich das. Okay, ich glaube, ich bleibe dabei, dass dieser Part erstmal mal so ein Informationspart war zu dem neuen Update. Wir werden dann in den nächsten Parts reinschauen, eventuell ein bisschen beschwören und auf jeden Fall in die Arena gehen. Das vergessen wir diesmal nicht. Oh, und beschwören möchte ich heute auf jeden Fall nochmal, denn der Banner läuft ja die Tage aus. Wir haben jetzt den 13., das heißt, morgen ist der weg und ich möchte nochmal ein letztes Mal versuchen, bevor die neuen Charaktere aus Echos kommen, dass wir mit den limitierten Häschen davon kommen. Xander wäre nice, Camilla wäre nice. Xander, naja, eigentlich nur, weil Sammelwert. Aber Camilla, die ist halt echt gut. Erstmal ist sie schnell, sie kann fliehen und wir haben keinen grünen Magier. Und ich habe sie auf allen anderen Accounts und sie ist einfach mal mega praktisch. Deswegen, ja. Okay, gut, dann also bis zum nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und euer Interesse. Wir sehen uns. Bis dahin, liebe Grüße, eure Kyoko.